Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Haus im Blender, also ich sage auch mal einen Würfel oder auch eine Kugel, farbig gestalten könnt, weil jetzt war es ja immer grau, jetzt bringt ein bisschen Farbe ins Leben. Also wir öffnen dazu Blender einfach. Ich habe hier die Version 2.53, der aktuelle Beta. So, das ist der Würfel jetzt hier. Und viele fragen sich ja, wie kriege ich in den Würfel Farbe rein? Wir haben hier oben ja, also links, nee, rechts, Entschuldigung, rechts hier, das Auswahlwerkzeug. Und da hat es hier so einen Kreisel, da wo ich jetzt mit meiner Maus drüber fahre. Über das Material. Jetzt haben wir hier die Kugel, jetzt haben wir hier Kugel, hier ist hier, ne, viereckige Würfel. Jetzt haben wir hier einen weißen Bereich, klicken drauf und jetzt können wir hier auch die Farbhelligkeit CDU einstellen. Wir machen es mal ganz leuchtfarbig in einem schicken Blau, Grün. Also ihr seht, ich kann hier wirklich rumfuchteln. Ne? Er passt sich wirklich sehr, sehr exakt an. Und das gefällt mir. Ja, und ihr könnt es einfach so speichern. Ein wichtiger Punkt, wo ich noch gesagt habe, ihr müsst die Kamera richtig positioniert haben auf dem Würfel. Und auch das Licht muss da sein, weil ansonsten seht ihr nämlich nichts. Das wäre richtig, richtig, richtig blöd. Und zwar klickt auf Rendern, Render Image, seht ihr, so sieht man es dann. Wenn ich aber jetzt keine Kamera hätte, wo denke ich jetzt auch nicht unbedingt viele, ja. Wenn ich jetzt keine Kamera hätte, wenn ich einfach mal auf Entfernen drücke, Render Image, sieht nichts, das sieht man gar nichts, deswegen braucht man eine Kamera. Und zwar auf Add hier Kamera. Und die muss man auch wirklich so ausrichten, dass dass man die dann sieht. Auch wenn ich hier unten draufklicken, da kann man sie wirklich schön ausrichten auf die Wünsche, wo man jetzt hat. Also sehr, sehr gut gemacht. Ich meine, ich kenne mich mit Blender jetzt schon wirklich mehr und mehr aus. Und ich meine, ich habe mir auch überlegt, soll ich mich mit Blender so weit auskennen, dass ich Häuser machen kann, Straßen machen kann, gut, Straßen kann ich ja machen, dass ich vielleicht so einen ganz kleinen Simulator draus mache, wo man dann laufen kann, einfach nur mit ein paar Hochhäusern, ein bisschen Gras, einfach nur mal da, ja, wie soll ich sagen, damit man sieht, wie es eigentlich ist. Und zur Info, es folgt diese Woche von mir kein Video, vielleicht ein oder zwei, aber mehr nicht. Weil ich habe in der Schule, jetzt geht die Schule wirklich los. Aber am Freitag habe ich schulfrei, Gott sei Dank. Und da werden wieder Blender-Tutorials, eventuell auch wieder, also K-Basic-Tutorials folgt noch, FAQ-Video folgt auch noch. Also seid gespannt, wenn es wieder heißt Linux, Windows, Mac-Hilfe. Und noch ganz kurz vorweg, es ist ja so eine Diskussionsrunde mit Adobe. Und zwar, Adobe verbietet jetzt auf einmal Videos hochzuladen auf YouTube, also auf Google. Und da muss ich einfach sagen, hey, ich weiß nicht, was das soll. Also entweder spinnt Adobe oder sie haben einfach verpennt die ganzen Jahre über, weil nur weil ich jetzt Photoshop-Logo habe, darf ich es beispielsweise auch nicht mehr drehen. Also ich überlege, wenn es bei Windows oder Mac so wäre. Bei Linux spielt es keine Rolle. Linux kann jeder benutzen, wie er will, und fahren. Aber wenn es jetzt bei Mac oder Windows eintreffen würde, dass ich jetzt hier Patentrechte verletzen würde, nur weil ich das Windows-Symbol zeige oder Apple-Symbol zeige, das ist auch doof. Deswegen Linux, ne? Nein, aber ich wollte es einfach nur sagen, weil es auch sehr oft auf Twitter rumgegangen ist. Und damit aber sagen, also ich weiß nicht genau, was Adobe hat, also ich weiß nicht. Aber ihr könnt ja auch Kommentare dazu schreiben, wie ihr es findet. Und ja, wenn ihr Fragen habt, abonniert uns, schreibt Kommentare und schickt uns eine E-Mail. Okay.